Autoschlüssel, setz mich in den Escort, Zündung an, Drehzahl hoch und ich fahre fort. Durchdrehen geht da nicht, da fehlt mir die Leistung. Das krasseste an dem Kern, die Heckscheibenheizung. Ich fahre, was er hergibt und mach dazu den Bucke laut. Die Kiste vibriert, dass es die Scheiben aus der Fassung haut. Zum Posen reicht das nicht, ich muss aus dem Kern raus. Ich fahre zu meinem Dad und leime den 3-5er aus. Jetzt ist die Leistung da und kräftig durch die Stadt zu jagen. Denn ich fahre einen dunklen, tiefen Breitenwagen. 5 Minuten später stehe ich vor der Tür von Green und frag ihn, hast du Bock, ein bisschen durch die Stadt zu ziehen? Na klar. Ich geb dir 2 Minuten. Was nur? Dann bist du unten. Okay. Ich hab den 5. Beamer, damit drehen wir ein paar Runden. Boah. Der Reed sitzt neben mir. Jetzt bin ich nicht alleine. Zu zweit sind wir natürlich die allercoolsten Schweine. Der Spritzeiger steht auf E10, an den Tank gefahren. Schnell die Bude voll getankt und ab auf die Autobahn. Ich will es wissen und die Pferde stärken ausreizen. Kurz vor der Wahl die Hinterreifen bisschen aufheizen. Ich seh nur noch Qualm, das ist Leistung pur. Ich fetz die Auffahrt drauf und schieß gleich auf die linke Spur. Das Adrenalin pumpt dich in die letzte Glieder und die Nadel steht erst bei 250 Sachen wieder. Der Beamer wurde gut geprügelt, der Tank ist wieder leer. Ich hab Bock auf was anderes, jetzt muss was Großes her. Die nächste Ausfahrt, die ist meine, also Blinker rechts, Kurve rausgedriftet, auf die Bundesstraße draufgefetzt. Ich trau meinen Augen nicht, als ich an der Ampel stehe, weil ich auf der anderen Seite einen fetten Hammer sehe. Die Reifen qualmen, weil ich auf der Stelle wende. Ich halt den Typen an und sag, hier ist deine Fahrt zu Ende. Das ist ein Notfall und ich brauche deinen Wagen. Schlüssel raus! Mach keine Faxen und du wirst auch keine Schmerzen haben. Los. Wir fahren weiter und der Typ bleibt ohne Auto stehen. Ich hab ihn überredet und er hat's eingesehen. Ich halte Ausschau nach dem nächstgrößten Feld. Ich will wissen, wie sich so ein Eisenschwein im Dreck verhält. Das Ding geht übelst ab, das ist kranke Scheiße. In der nächsten Tageszeitung steht bestimmt was über Kornkreise. Schluss mit dem Gespiele, wieder rauf auf die Straßen. Wir wollen ja noch ein bisschen durch die Gassen rasen. Green sagt zu mir, ich weiß, was dir gefällt. Ich hab mir vor kurzem ein fettes Tee bestellt. Eine Stadt erbaut unter Schweiß und Qual. Eine Stadt erbaut in einem freien Tal. Eine Stadt, in der Freunde und Familie wohnen. Meine Stadt, in der es sich für mich zu leben lohnt. Auf den SUV, es ist soweit. Denn ich hab wieder richtig Lust auf Geschwindigkeit. Und wie ich so gelangweilt in dem Kern rumsitz, verschwärmt mein Kopf plötzlich so ein toller Geistesblitz. Ich sag zu Green, ich weiß, was wir machen. Ich kenn da ein Auto, das fährt rund 400 Sachen. Wir fahren jetzt in die Dresdner Manufaktur. Da gibt's den Kern, der haut rein wie ne Schädelfraktur. Ich erzählte meinem Kumpel vom Veron. Bugatti. Er fragte mich, ja, wie willst du denn bekommen? Wie? Wie ich den biege, das musst du gleich sehen. Denn für meinen Hammer ist die Scheibe gar kein Problem. Ab sofort komm ich mir vor wie ein Gangster. Ich steh mit meinem Hammer mitten im Fenster. Die Lichter gehen an, die Alarmanlage schrillt. Und plötzlich bin ich auch gar nicht mehr so gechillt. Aber ich denk einfach nur an den Spaß in paar Sekunden, wenn ich mit dem Fuß auf dem Gas bin. Und vertrau mir, mit 1000 PS gibt's auch garantiert mit irgendwelchen Bullen keinen Stress. Ich seh zwar noch Blaulicht, doch ich bin schnell verschwunden. Mit nem Grinsen über beide Ohren dreh mir noch paar Runden. Hier kann ich heizen, hier kenne ich mich aus. Doch auf einmal kommt ne Kurve, ging's hier nicht mal geradeaus. Ey, Reen. Ja. Reen, ey. Ja. Reen, wir müssen aufstehen. Oh, wie spät
ist denn das überhaupt? Ja, Alter, es ist schon um drei. Wir müssen aufstehen. Lass uns am besten mal eine Runde mit dem Auto drehen, Alter. Ich hab grad übelst Bock drauf. Was? Schon wieder? Oh, nee.